Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz, und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute möchte ich mal mit dir eine Art Live-Sitzung bzw. Selbsthilfetraining machen, aus aktuellem Anlass. Und zwar werde ich auch immer wieder gefragt, beziehungsweise machen viele Leute bei mir auch die Ausbildungen und Kurse, dass sie bei sich selber arbeiten können energetisch und wie das dann am besten funktioniert. Und heute mache ich so eine kleine Sitzung, weil ich mir so ein bisschen so das Kreuz verrissen habe. Ich habe eine ziemlich blöde Bewegung gemacht, am Anfang der Woche etwas zu schwer gehoben, und ja, ich spüre es halt jetzt im Kreuz und möchte da damit arbeiten. Ich habe da jetzt schon ein paar Tage damit gearbeitet, es ist immer wieder mal leichter geworden und es bewegt sich im Allgemeinen was, aber es ist halt immer noch spürbar. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir das heute einfach mal gemeinsam live, dass du mal siehst, wie arbeite ich denn energetisch. Es gibt ja da mehrere Methoden und vielleicht kannst du dir auch selbst helfen, beziehungsweise bist dann inspiriert, dir selber zu helfen oder auch einmal bei mir einen Kurs zu machen, eine Ausbildung zu machen, wo man das natürlich lernt. Übrigens, im September beginnen ja die Kurse wieder. So, wie beginnen wir jetzt als erstes? Mein Grundtipp ist mal, und das sind jetzt alles persönliche Ansichten und Meinungen. Das heißt, das ist weder schulmedizinisch betrachtet, sondern das ist jetzt rein aus der energetischen Sicht, von der Arbeit der medialen Energetik her, also von meinem Arbeitssystem her. So ist das aufgebaut. Grundsätzlich ist einmal, bevor ich energetisch arbeite, würde ich immer empfehlen, in die richtige Stimmung zu kommen. Ich mache das heute mal sehr profan. Es gibt ja genug Meditationen, wo man entspannen kann hier im Kanal, aber ich möchte es dir einfach mal zeigen als Idee. Ich habe diese schwarze Leiberl da an. Jetzt heißt es nicht, dass Schwarz schlecht ist unbedingt, aber Schwarz hat so die Angewohnheit, wenn man auch so mit Farben arbeitet oder mit Licht arbeitet, dass das Schwarz einfach Licht schluckt. Ne? Und deshalb empfehle ich grundsätzlich mal, eine hellere Farbe oder was Weißes zu tragen für diese energetische Arbeit. Und so werde ich das jetzt mal machen. Also ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann geht's gleich weiter hier. Du siehst, ich habe mir jetzt da ein weißes Shirt angezogen. Und das ist jetzt einfach mal so zum Arbeiten für mich bequemer. Und jetzt habe ich mal dieses Thema, ich habe also körperliche Beschwerden, ich habe also hier Verspannungsschmerzen. Ich würde dir empfehlen, immer auch abzufragen, also wenn du was arbeitest mit dir energetisch, frage immer zuerst ab, wie kannst du das lösen? Symptombeseitigung im Prozent. Oder dann natürlich auch Heilung im Prozent. Also wie kannst du etwas lösen? Wie kannst du deine Beschwerden lösen? Und ich habe das vorher abgeklärt. Soll ich da jetzt zu einem Arzt oder brauche ich dann einen Arzt? Und da hat es jetzt einmal Nein geheißen. Das heißt, ich werde jetzt da mal so energetisch schauen, dass ich das ein bisschen hinkriege und natürlich dann auch so Übungen noch dazu machen. Also man kann da Yoga-Übungen machen, Stretching-Übungen machen. Das soll es ein bisschen sich noch ausdehnen. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Was es da braucht, Ursache, Lösung dieser Beschwerden, also dieser Kreuzbeschwerden. Und ich fange immer so an, dass ich mal in diesen Schmerz reingehe. Das heißt, dass man immer sagt, okay, was macht denn das mit mir? Wie fühlt sich denn das für mich an, wenn ich da jetzt mal in diesen Schmerz reingehe, in diese Beschwerden reingehe? Und da verbinde ich mich mal jetzt so mit dem Höheren Selbst. Das ist so quasi innere Stimme, kannst du sagen. Und dann schaue ich da einfach mal nach. Gut, also wie fühlt sich das an? Das ist halt eher so ein bisschen bamstiges Gefühl, so ein bisschen dichter und ist in der Bewegung halt unangenehm und es fühlt sich belastet an. Gut, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich diese Belastung am besten weg? Und da schaue ich jetzt gleich mal, dass ich sage, wenn ich sage, ich bin belastet, was braucht es dann? Naja, Belastung heißt Leichtigkeit. Ja, nur als Beispiel. Das heißt, die Frequenz Leichtigkeit könnte ich da mal einfließen lassen. Und dann kann ich mir noch vorstellen, welche Farbe hat denn Leichtigkeit? Wie schaut denn das für mich aus? Und das wäre jetzt in dem Fall so ein helles Orange, wäre so ein bisschen, also wären so helle Farben, rosa, orange, das fällt mir da so ein. Und das würde ich da jetzt mal einfließen lassen.
Also da stelle ich mir wirklich vor, dass diese Farben, diese Heilfarben da einfließen. Wenn du mit dem Handkanal arbeitest, kannst du dir natürlich auch die Hände auflegen und das so durch die Hände einfließen lassen. Ich mache das jetzt mal so mental und stelle mir das mal vor, also so Leichtigkeit. Dann brauche ich gleichzeitig auch noch Heilung annehmen, zulassen. Und dann merkt man, das sitzt ein bisschen was dichter drinnen. Also Heilung annehmen und zulassen. Und da so ein bisschen Müdigkeit, Erschöpfung rausgeben aus diesem Bereich. Das heißt, das gehört abgewaschen. Da kann man sich vorstellen wie eine Dusche, wo man dann so Müdigkeit, Erschöpfung rauswäscht. Sehr gut. Dann brauche ich Flexibilität, zu sich stehen und da noch einmal Absaugen dieser Beschwerden. Also nochmal Dusche. Könnte man sich so vorstellen. Lasse ich das mal so abfließen. Genau. Dann schaue ich mir das mal an. Dann fühle ich da mal rein. Dann merke ich schon mal, okay, da ist was in Bewegung. Ja. Füße habe ich übrigens da jetzt so nebeneinander gestellt, dass das besser abfließen kann. Und dann schauen wir mal. Okay, also ich merke hier schon mal eine Bewegung. Gut, also es ist jetzt verspannter, aber nicht mehr ganz so müde. Also ich spüre es, ja. Spüre ich so ein bisschen muskelkatermäßig noch. Okay, das heißt, ich brauche jetzt da nochmal Flexibilität, Rückhalt, Klarheit und Vertrauen. Und nochmal Heilung annehmen und zulassen. Genau. Und dann so Erdung rein. Erdung ist immer gut. Erdung kannst du dir vorstellen, ist eben wie so ein Abfluss für diese aufgestauten Geschichten. So, genau. Und wenn ich jetzt nicht geerdet bin, so wie in diesem Moment, also Erdung ist immer das, was jetzt konkret da ist. Also wenn ich jetzt in den Raum schaue oder in der Kamera ganz bewusst mit dir spreche auch, dann bin ich jetzt gegenwärtig. Auch wenn du eine Aufzeichnung siehst, bin ich jetzt absolut präsent und hier. Ich schaue nicht am Handy, ich denke nicht an irgendwas in der Zukunft, sondern ich bin ganz klar, werde ich gleich müde, ganz klar hier bei dir und rede auch mit dir und arbeite auch mit mir. Das heißt, ich bin da geerdet, ich bin im Hier und Jetzt. Und das ist eben so ein guter Abfluss von Stress, von aufgewühlten Aspekten, ja, im Energiefeld. Genau, und jetzt merke ich so eine angenehme Kühle so bei der Wirbelsäule. Also ich merke, das ist in Bewegung. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Genau. Also das wird jetzt schon lockerer. Und auch wenn ich nach vorne gehe, ich merke, okay, ich kann mich da weiter vorbeugen. Also ich kann mich schon mehr bewegen. Also ich merke einfach, das ist jetzt gut in Bewegung schon. Gut. Und dann gebe ich da jetzt nochmal so emotionale Stabilität rein. Heilung, Vertrauen, Würde. Trost, Geduld und nochmal Heilung. Geduld ist natürlich wichtig, weil natürlich, du kennst es auch, wenn du Schmerzen hast, du denkst immer, na, wann ist das endlich gut, jetzt reicht es dann mal. Genau, und jetzt lasse ich das da mal nochmal reinfließen, stell mir das vor, dass das wirklich in diesen Bereich einfließt. Sehr gut, richte mich da jetzt nochmal aus. Erde mich nochmal. Genau, und schau mir das dann mal an. So, wie fühlt sich es jetzt an? Ich werde es jetzt einfach mal testen. Ich stehe mal kurz auf dazu, Sekunde. So. Ja, also ist schon viel, viel weicher. Es fühlt sich noch ein bisschen verspannt an, aber ist kein Vergleich mehr. Also schon viel, viel lockerer. Also der Schmerz an sich ist schon mal rausgegangen und da merke ich schon eine positive Veränderung. Du kannst dir das natürlich auch bei dir anschauen. Probier es einfach mal. Und wenn ich dann fertig bin mit so einer Sitzung, bedanke ich mich, lasse das noch ein bisschen nachwirken und verabschiede mich dann so von meinem höheren Selbst, von meiner Intuition. Und wie gesagt, du kannst das selber auch ganz gut mit dir arbeiten und wenn du das mal lernen willst, wie du wirklich klar energetisch mit dir selbst arbeitest oder mit anderen arbeitest, ab September geht meine Ausbildung los, Ausbildung Mediale Energetik. Kannst ja mal reinschauen und die geht dann für ein Jahr und da lernt man eigentlich alles, was es so braucht zum Arbeiten. Ja,
Das wäre es heute mal von meiner Seite. Ich werde mich heute noch ein bisschen schonen, nicht allzu schwer heben und vor allem vorsichtig mich bewegen. Aber dieser Bereich läuft jetzt schon mal ganz gut durch. Wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn es dich interessiert, schau einfach mal, es sind eine Menge so Selbstheilungsmeditationen auch da, also das dich auch inspiriert, wie du da selber tätig werden kannst. Und ja, sonst freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal persönlich oder auch natürlich virtuell bei einer Sitzung. Dein Oliver Jarany. Tschüss.